Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Tom Jehle, euer Vertriebsentwickler, und in diesem Podcast geht es darum, Menschen im Vertrieb dabei zu helfen, ihr volles Potenzial abzurufen und zu entfalten. Heute mal wieder mit einer Solo-Folge. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jehle. Ja, heute möchte ich mal über ein Thema reden. Ich war gerade im Malerfachgeschäft und habe mir Wandfarbe gekauft, weil die Wand hinter mir möchte ich jetzt in meinem Brandblau streichen. Und das ist mir was eingefallen. Eigentlich wollte ich eine andere Folge machen heute, aber mir ist dann eingefallen, es gab so eine Situation, die sich jetzt über mindestens 2,5 Jahre gezogen hat. Und darum, ich nenne die Folge einfach Der Schreiner. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich euch gerne erzählen. Und was meine Learnings da draus sind oder vielleicht auch für euch die Learnings da draußen, auch was das vertrieblich bewirken kann. Also folgende Problemstellung: Wir haben hier bei uns im Haus seit gut 2,5 Jahren die Problematik, wir haben so Schiebetüren, die man öffnen kann in den Garten raus und oben auf der Terrasse. Und diese Schiebetüren haben sich ein bisschen gesetzt. Das heißt, die schließen nicht mehr richtig. Und es geht relativ schwer, die zuzumachen. Und es pfeift natürlich auch ein bisschen rein und es kommt Kälte rein im Winter. Und dann haben wir den Schreiner, der damals dieses Projekt gemacht hat, der die Türen und Fenster geliefert hat, kontaktiert. Der war auch schon öfters hier, hat auch schon öfters irgendwelche Reparaturen für uns gemacht. Wir kennen uns recht gut. Und jetzt muss man wissen, dass hier in Vorarlberg, beziehungsweise ich glaube, das ist mittlerweile in ganz Österreich oder auch wahrscheinlich in Deutschland so, dass die Handwerksbetriebe sehr viel Arbeit haben. Also die wissen hier, ich kann es jetzt nur für Vorarlberg sagen, die wissen es zumindest nicht mehr, wie sie irgendwie alle Aufträge bearbeiten sollen. Dafür habe ich auch vollstes Verständnis, nur die Situation war vor 2,5 Jahren nicht so, wo ich das erste Mal an den Schreiner herangetreten bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich laufe dem jetzt seit 2,5 Jahren hinterher, bitte ihn, dass er das repariert. Und er war dann mal da, hat sich das mal angeschaut, hat dann gesagt, ja, er kann da was machen, er muss da Teile bestellen. Und ja, dann hat er die Teile irgendwie bestellt. Aber in der Vorgeschichte muss man dazu sagen, dass er nie auf mich zugekommen ist, seit das ganze Thema hier bei uns aufgekommen ist mit diesen Fenstern. Er hat nie den Kontakt zu mir gesucht. Er hat immer darauf gewartet, bis ich wieder auf ihn zugekommen bin. Ich gefragt habe, hey, wann kommst du, wann machst du das jetzt, wann schaust du dir das mal an? Also es war immer so, ich als Kunde musste dem Handwerker nachrennen. Das ist was ich als Verkaufsprofi, als Berater, Trainer und Coach wirklich nicht verstehen kann, dass man so gleichgültig mit seinen Kunden umgeht. Weil ich glaube, der Kunde, der heute vielleicht eine Reparatur hat und da sehr zufrieden wäre, erzählt es ja x Personen weiter. Also nicht nur erzählen, sondern der kommuniziert es ja auch über Social-Media-Kanäle, so wie ich das jetzt mache. Und sowas zieht ja Kreise. Sowas erfahren ja viele, viele Menschen dann da draußen. Und ich finde es schade, so eine Chance nicht zu nutzen. Und wie gesagt, ich bin 2,5 Jahre und gefühlte 100 Telefonate hinter diesen Menschen hergerannt und habe versucht, im Guten mit dem darüber zu reden und ihn zu uns zu bekommen, dass er endlich diese Reparatur vornimmt. Man muss sich vorstellen, er hat dann, wo er dann irgendwann mal da war und den Aufwand geschätzt hat, er hat den Aufwand auf 3 Stunden geschätzt. Also 3 Stunden Arbeit. Und das für das, dass ich ihm 2,5 Jahre nachlaufe. Und ja, um das jetzt noch abzukürzen, irgendwann ging er nicht mal mehr ans Telefon, wenn ich angerufen habe. Dann habe ich mit dem Telefon von meiner Frau angerufen, weil er die Nummer hat er nicht gekannt. Da ist er dann auch tatsächlich hingegangen. Und irgendwann war ich auch sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich auch gesagt zu ihm, sag mal, wie lange wollen wir denn das Spiel jetzt noch machen, dass ich dir hinterher renne und du mich immer wieder Woche für Woche nach hinten vertröstest? Wie lange wollen wir das noch machen? Und auf das hin war er so angepisst, dass er aufgelegt hat und gesagt, für ihn ist das Projekt erledigt und hat aufgelegt. Also
Da blutet mir das Herz als Verkaufsprofi, blutet mir das Herz, wenn ich so eine Vorgehensweise von jemandem erfahren muss als Kunde, weil das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Das hat nichts mit Kunden, einen Kunden entsprechend zu behandeln zu tun. Der hat es aus meiner Sicht einfach nicht verstanden, weil vielleicht wird es irgendwann so sein, dass er nicht mehr volle Auftragsbücher hat. Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass er froh wäre, wenn er so eine Reparatur machen würde. Ich wünsche das niemand. Ich wünsche das wirklich niemand, dass es so weit kommt. Aber ich finde, man sollte doch diesen Gedanken auch mal selber haben und sagen, hey, okay, heute ist eine Reparatur, aber was kann es morgen sein? Baut der vielleicht irgendwie ein Carport oder eine Garage oder irgendeine Gartenhütte oder irgendwas? Oder hat er jemanden in der Verwandtschaft, der vielleicht demnächst mal baut? Also da entwickeln sich ja Potenziale, wenn ich den Kunden entsprechend behandle und entsprechend wertschätze und mich um das Anliegen des Kunden kümmere. Und das fehlt mir, hat mir da komplett gefehlt. Und irgendwann war ich es dann auch leid und ich habe es dann jetzt aufgegeben. Ich habe wirklich aufgegeben, als Kunde meinem Handwerker nachzurennen. Ich habe mir mittlerweile ein anderes Unternehmen gesucht. Die haben auch viel Arbeit. Die haben mir aber von vornherein gleich gesagt, okay, wir können das machen, aber das dauert sicher 3 Monate. Und wenn, dann erst nach dem Sommer können wir das erledigen. Aber da weiß ich jetzt, woran ich bin. Da gibt es jetzt einen Plan, wann man das macht, wann das erledigt wird. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin positiv gestimmt, dass das dann auch wirklich so funktionieren wird. Aber das, was der mit uns gemacht hat über 2,5 Jahre, das ist einfach auch nicht fair. Das ist, also ich finde das einfach eine bodenlose Sauerei. Und ich habe ihm das dann irgendwann auch so gesagt, natürlich am Schluss, weil ich war natürlich auch entsprechend sauer auf ihn. Und wie gesagt, er hat dann gesagt, dann ist das Projekt für ihn erledigt und er wird jetzt die Konversation, die Kommunikation mit mir beenden und hat aufgelegt. Also da kann man sich jetzt seine Gedanken machen. Ich nenne ja grundsätzlich keine Namen für solche Dinge und falls er zuhört oder falls er den Podcast anhört, der Schreiner, vielleicht hat es ein bisschen was bei ihm bewirkt. Vielleicht denkt er mal drüber nach, was das für Auswirkungen haben kann, wenn man jemanden wirklich so behandelt. Ich finde, das ist eine Vorgehensweise, die geht gar nicht. Wirklich, das geht bei mir einfach nicht. Und das ist nicht mein Verständnis, wie man einen Kunde behandelt. Also ich hoffe, für euch war ein bisschen was drin in der Folge mit meinem Schreiner oder mit dem Schreiner. Ich nenne die Folge der Schreiner. Und ich hoffe, da war was drin für euch. Und ich werde mich jetzt um meine blaue Wand kümmern, beziehungsweise ich werde mal die Vorbereitungen treffen und hoffe, dass ich es die nächsten Tage schaffe, die Wand blau zu streichen. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß da draußen und nicht vergessen, verkaufe wie ein Gewinner. Euer Tom.